9.06.2024. Der FIVO läuft auf der Strecke des Hahner Kitzenhauslaufs. Zumindest theoretisch sollte das die Strecke sein. Hinten an der Gabelung war keine Markierung. Gucken wir mal. Hab ich mich doch nicht getäuscht. Siehst du, da muss da hinten an der Gabelung nachher noch ein Streckenposten kommen, ne? Wenn ich mich nicht täusche, müsste der Weg hier raufkommen. Aber auch da ist nichts markiert. Hier setzt man wohl hauptsächlich auf Streckenposten, wie es scheint. Peter, danke. Hallo. Oh, jetzt sind die Posten besetzt.
kennt man schon von weitem. Genau. Hallo, Wilbo.
Da ist sie ja wieder. Super. Hi. Wieder im Rennen. Wunderbar. Prima. Wisst ihr, hier agiert man mit Streckenposten. Das hat den Vorteil, Markierungen können dann auch noch nicht von Spaßvögeln weggenommen werden. Ich wusste, dass hier irgendwas auf Google Maps markiert war. Das war der Gedenkstein hier. Der liegt an der Strecke.